Ja, herzlich willkommen zurück. Flugsimulator. Teil 2. Wir haben beim letzten Mal diese Herausforderung Landung gemacht. Wir waren im Berühmt unterwegs. Wir werden jetzt auf Episch gehen. Auf Episch natürlich andere Flugplätze und auch schwierigere. Also ich kann da nur sagen, hier Lukla in Nepal und hier Sambat, Französisch Antillen. Sehr schlimm, ganz sehr schlimm. Und am schlimmsten hier Saba, Niederländische Karibik. Niederländische Karibik, okay. Ganz schlimm. Ja, wir haben drin Faro, wir haben Tegucigalpa, okay. Bugalagaga. Indonesien auch schwierig. Frankreich. Ja. Aspen auch schlimm, ganz schlimm. Ja. Also, wir fangen einfach mal an. Aspen geht's los. Wieder hier dieses Screenshot. Ist eine ganz komische Sache. Und los geht's. Auch hier wieder, wie bei jedem Ding, vorher der Flugplatz wird gezeigt. Hier ist mein Jet schon in der Luft. Und wir starten einfach durch. Kommt, Leute. Was soll's? Ganz schlimm hier, ganz schlimm. Muss erst über die Stadt rein. Bin schon wieder zu schnell, mein Freund. Will immer zu schnell rein. Weil aber auch schon das Flugzeug da am Anfang so sehr wackelt, denke ich mir immer, der kann doch nur an Höhe verlieren. Ja, wir müssen über Espen. Ich denke mal, dass das Espen ist. Ich war noch nicht da. Erstmal rein. Okay, nur ein bisschen steigen. Alles klar. Der Flugplatz ist da vorne. Seht ihr die Straße da unten? Die beleuchtete? Wo die endet, da fängt ungefähr der Flugplatz an. Wir können leider nicht über die Berge rein, da wäre der Sturzflug ganz einfach zu steil. Wir würden viel zu schnell reinkommen. Wir müssen jetzt hier an dem Berghängen entlang uns erstmal ein bisschen rumkämpfen. Uns sind Sportplätze. Übrigens also ein sehr schönes Setting hier mit dem Sonnenaufgang, Untergang. Ich glaube, das wird nichts. Viel zu kurz zum Eindrehen. Ich gehe rum. Krieg bestimmt gleich einen Stall. Okay. Ja, das war noch nicht mal so schlecht. Aber wir sind viel zu hoch, viel zu hoch. 500. Ich habe den Schub ganz rausgenommen. Wird flach über die Landebahn gehen. Bisschen hochziehen. Ich weiß gar nicht, ob das Fahrwerk draußen ist. Ja, das war nix. Auf jeden Fall nix. Auf jeden Fall nichts. Aber ihr habt selber gesehen, es ist richtig. Okay. Ja. 64.000 Punkte. Also punktgenau gar nichts, ne? Hier waren wir schlecht. Das ging noch so relativ, aber ja, 15.000er. Wir gehen weiter nach Bugalaga. Okay, ich erkläre. Das ist nur eine Graspiste, die 100 Meter im Berg hoch geht. Ich muss über die Landebahn fliegen, muss dann eine Linkskurve drehen und in der Linkskurve gleich anlanden. Also das wird richtig lustig, sage ich euch. Also direkt voraus die Piste.
Nochmal Außenansicht kurz. Ja, direkt voraus ist die Piste. Und wieder ein bisschen, ja, da unterhalb ist die Piste. Wir müssen drüber wegfliegen, eine Linkskurve drehen, in der Linkskurve gleich anfliegen. Unter uns sitzt direkt die Piste. Wind kommt direkt von vorn, lautes Windsachs. Windsachs. Das aber gut ist, weil man soll ja immer in den Wind landen, wegen dem Auftrieb. Gut. Checken wir kurz. Sind wir schon weit genug um? Ist gar nicht. Weit in die Berge rein. Ja, check. Zu tief. Ja, sieht gut aus. Okay. Müssen hier sehr langsam rein. Beziehungsweise also hier erwarte ich nicht viel Punkte, obwohl ich schon über 1 Million hier geschafft habe. Und Schub raus. Ja, nochmal ab. Schade. Ja, ist jetzt selber hier in der Liste. Ich bin 316. an dem Berg. Ich habe schon mal 1,2 Millionen geschafft. Die Landung war schlecht. Gebe ich offiziell zu. Next. Courchevel. Die ist geil. Ja. Auch hier wieder eine sehr kurze Landebahn, geht auch so den Berg hoch. Unser Flugzeug, schöne Location. Wir legen los. Gut. Machen wir also Ansicht, damit ihr das so richtig mitkriegt. Hier mit den Wolken und dem Sonnenaufgang hier hinten. Ne, Untergang, glaube ich. Okay. Die französischen Berge hier, wunderherrlich. Landing gehen wir mal raus, wir reduzieren stark. Schön aus. Okay. Da unten ist die Landebahn. So auf dem Berghang ein bisschen zu hier und dann eher größere Strecke als Landeanflug nutzen. Sinken will ich eigentlich nicht so sehr gerade. Mal rücken können. Aber ich habe 30 Flaps in der 30, okay. Oh ne, das ist noch zu. Steigt. Wie gesagt, wichtig für mich hier eigentlich ist eher nicht abstürzen.
Das andere ist dann Übungssache. Durch die Hammer. 570.000 haben wir geschafft. Im Moment mein bester Versuch. Ja, ich steige ja in der Liste hoch. Würde hier ein besserer Wert stehen. Knapp 9.000. Weltrangliste. Puh. Episch. Nächstes. Lukla. Auch hier. Kurze Landebahn. Berg hoch. Ist in Nepal, glaube zu wissen. Da werden die ganzen Leute hingebracht. Ist auch eine sehr bekannte. Gibt sehr viele Videos im Internet über diese Landebahn. Wir legen einfach los. Hier tut einem auch die Scheibe beschlagen. Weil es ja sehr kalt ist hier im Himalaya-Gebirge. Ja, hier werden diese ganzen Sherpas hergebracht, die da hoch wollen auf dem K2 und was weiß ich wohin alles. Ist der K2 hier? Gut, rechts hinter dem Kompass, Geiselkompass hier oben, da hinten ist die Landebahn am Hang. Auf dem Display in der Mitte, so den rechten hier, erscheint es jetzt. Ich blick vage darüber. Muss er auch erkennen. Ich scroll mal rein. Ja. Heftig. Mal rüber. Aber hier sind bei der Maschine draußen, die Flaps sind auch draußen. Schon geil gemacht. Jawohl. Okay, berg hoch. Also hier musst du richtig bremsen. Am besten gleich im Schluss hier rein. Gut. Jetzt ist hier oben nicht gut, habe ich auch gesehen. Gedatzt sind wir ein bisschen, ja, und links, rechts war auch nicht berühmt. Ja, hier steht 162.000. Ich war mal besser mit 890.000. 4.000 zu Platz. Weiter geht's. Paro. Ganz schlimm. So, unsere Landebahn. Da die Landebahn, also der Beginn der Landebahn, kurz hinter einem Berg liegt, muss man so halb schräg über dem Berg drüber. Ich finde die schlimm. Tut mir leid. Ich kann mich mit der Piste hier nicht anfreunden. Gar nicht. Wir müssen da übers Flussbett. Flussbett folgend. Ja, ich weiß, sieht schön aus dahin mit den Regenbögenbogen. Wir müssen hier mit 160 ungefähr rein. Ich möchte eigentlich auf der Seite vom Fluss bleiben. Da habe ich dann mehr Platz zum Einschwenken. Oh,
von meiner Ansicht. Wir haben aber wieder ein großes Flugzeug, ihr wisst. Das sind noch nicht so meine Vögel. Ich kann mich mit denen noch nicht so anfreunden. Das ist wie Rennwagen fahren und dann LKW. Das ist. Jawohl, 1000. Der Doppelregenbogen da hinten. Jetzt gleich sehen, das ist eine ganz komische Landebahn hier. Gleich hinterm. Muss hier vorne gleich rum und runter. So, ich glaube, ich muss hier reduzieren. Ja. Also da kommt aber eine noch schlimmere. Hier in St. Barth. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Hier drüben ist übrigens ein schönes Kloster. Okay. Wollen wir hier nach vorne gucken? So. Muss ich runter? Richtig schlimm eigentlich. Runter. Das war nix, Leute. 20. Retire. Ja. Ich glaube, wir rauschen da hinten raus. Ne, wir schaffen es. Mit jedem anderen Ding hätte ich es, glaube ich, besser geschafft. Hier, 28.000 Punkte. Ich habe mal 290 habe ich mal geschafft. Ganz schlecht, ganz schlecht. Brauchen wir nicht zu diskutieren. Wir waren ja 100 Meter drüber raus. Hier 1700 Fuß oder was? So ist die Landebahn. Nee, ich. Mit dem Punktevergabe ist hier ganz schlimm. Gut. Nächster. Sabah. Darf gar nichts sagen. Das ist, glaube ich, die kürzeste Landebahn, die eben ist. Muss da vorne landen, also auf dem blauen Ding. Und darf nicht über die Landebahn hinausschießen. Ganz schlimm, die Landebahn nicht. Ich sag's euch, 20 Mal habe ich es probiert. Ich glaube auch, heute wird es nicht klappen. Landing Gear. Wir machen das gleich. Kommt, Landing Gear. Wird wahrscheinlich auch mit zwei Flaps dann runtergehen, also zweite Stufe. Wir sind jetzt schon in der ersten. Nein, die andere Richtung, bitte. Das ist nämlich flach rein. So, wo sind wir? Man sieht noch nicht mal die Landebahn, das ist ja das Schlimme. So ein Kilometer vorher. Die Kulisse ist natürlich auch gar nicht so. Ich weiß gar nicht, wo das genau ist, kann ich euch gar nicht so sagen. Das ist eine ganz kleine Insel. Irgendwo im Wasser. Was war das? Niederländische Karibik. Okay. Wir haben das mit Absicht gemacht hier mit den Wolken. Gut. Wir müssen ja langsam hin, das hilft ja nichts. Sind viel zu schnell. Ich nehme noch Flaps rein. Muss runter. Muss hier runter, dass ich vorne langsamer werde. Und mit den Flaps kann man eigentlich sehr steil rein. Wird trotzdem nicht schneller. Gut. Da ich jetzt wieder abbremse, also eine normale Lage einnehme, wird es sehr schnell langsamer. Wir sollten da nicht mehr wie mit 75 rein.
müssen es noch langsamer. 65. Ja, 80, 85 geht, glaube ich, als höchstes noch durch. Noch zu weit auf links, mehr rechts. Wir werden es gleich sehen. Wahrscheinlich kommen wir gar nicht zum Stehen. Ich werde hinten runterschlagen. Ganz schlimm. Ach, Stall. Ich will hier nur runter, Leute. Okay, wir sind gelandet, wir sind gelandet. Wir stehen. Ein Gezitter zum Schluss. Okay, 180.000 haben wir geschafft. Schon mal. War schon besser hier. Ja, war schon besser. Punktgenau waren wir nicht, das ist klar. Drüber und über waren wir auch schlecht. Die Landung an sich, ja, ging. Ganz schlecht. Probiert es aus. St. Bart. Warum tue ich mir das nur an? Gut. Da die Landebahn. Ich muss da hinten über den kleinen Hügel drüber. Zumindest haben wir hier ein ordentliches Flugzeug. Die fliegen, glaube ich, hier auch sogar original. So. Schön sieht sie aus. Schön sieht sie aus. Ja? Ich kann aber auch gerne mal Urlaub machen. Ich weiß aber gar nicht, wo das jetzt genau ist. Wir sind da über den ersten Hügel. Müssen wir vorbei. Da müssen wir stark eindrehen und dann den zweiten, an der zweiten Insel da vorne auch noch vorbei. Gott. So langsam. Wir gehen eins hoch, wir gehen eins raus. Zap. Na gut. So mal. Machen wir das Fahrwerk raus. Gehen wir rein zoomen. Ich mach mal kurz rein zoomen. Flaps raus. Wieder die Landebahn? Ich sehe sie. Schön. Hey, das hat mir sogar gefallen jetzt. Schön, wir stehen. Fast 1 Million Punkte. So gut war ich noch nicht. So gut war ich noch nicht. Respekt. Fast alles im oberen Drittel. Sehr schön. Moment. Danke. Ich glaube, die hat mir auch nicht gefallen. Wie alle hier. Ja, sieht relativ einfach aus hier. So eine Landebahn. Bisschen erhöht sogar. Gerade, nicht im Berg hoch. Aber ich frage mich trotzdem, wie kommen Menschen auf die Idee, hier irgendwas herzubauen?
Also zumindest Flugplatz. Gut. Zu schnell. Und dann glaube ich ein bisschen rechts rein, links rein. Ist hinter dem Hügel, also hinter dem... Sprich, hinter dem Rahmen von der Scheibe. Was habe ich für Flaps? Das ist schon Stufe 2. Wenn wir gerade rein scrollen. Wo ist die? Ja, ich glaube da drüben. Ja, jetzt erkenne ich sie. Willi, euer Ernst? Auf jeden Fall zu hoch. Das steht fest. Die lässt sich so schwer drin. Jetzt haben wir's. Okay. Muss runter. Ah, ich gehe schon ganz schön runter. Nicht gut, oder? Geschwindigkeit ist zu schnell. 1000 ist zu viel. Ich muss runter. Dings war 3000, ne? Ja. Okay. 500. 400. Okay. 300. Das sieht aber auch gut aus. Machen wir hier langsam. Ich mache ganz raus. 200. 100. 6, 50, 40, 30, 20. Aufsitzen, komm. Jetzt macht er. Verdammt. Ich mache wieder hier Bremsen mit Triebwerk. Ja. Mein bestes Ergebnis, 8000. Nicht übel. Wir waren von der Präzision her, das kann man gar nicht vorstellen. Ich war doch nicht auf dem Ding her. Das hier war schlecht, okay. Das war mittelmäßig. Okay. War mein bestes Ergebnis, nicht schlecht. Espen wäre das nächste, sprich, wir haben alle durchgemacht. Mir hat Spaß gemacht, es ist immer so eine Sache. Nervenkitzel, ne, aber einfach nur auf einer Graswiese starten und landen, das, ich sag mal, kann jeder. Aber hier mit diesen Anflugsstrecken und die Aufgabe, dann noch einen Punkt genau zu treffen, nicht schlecht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.